Guten Tag, der Uwe aus Thailand. So, heute aus der Werkstatt. Und zwar habe ich jetzt was rausgefunden mit meiner Windschutzscheibe. Die ist ja gerissen. Und habe jetzt hier von den Michael Ma den Tipp bekommen. Schau doch mal hier auf der Hauptstraße Richtung von Kent. Nee. Udon Thani, genau. Da hat es einen UD Glas, heißt der. Und der sei so wie K-Glas und der würde auch das reparieren können. War ich natürlich gleich dann dahin und habe dann nachgefragt, aber Gott sei Dank, er macht seinen Staubsauger aus. Ein widerlicher Kerl. Hab dann nachgefragt, aber die können hier in Sakuna Korn sowieso keine Reparaturen machen. Die machen nur Austauschen. Und dann guckt er da auf die Scheibe drauf, dann sagt er, nee, also der Riss ist sowieso viel zu lang, den kann man nicht mehr reparieren. Also das heißt es dann nur austauschen. Wie hat gefahren in Robinson also? Im Robinson, genau, da hat es auch ja so eine Werkstatt, die sagen auch, nein, können wir nicht reparieren, nur austauschen. Trotzdem nochmal vielen Dank an den Michael Ma für den Tipp. Grüße geht raus. Aber wir haben uns dann doch anders entschieden. Wir sind hier wieder in meiner Werkstatt, wo wir auch schon mal einen Unfallschaden repariert hatten. Was heißt Unfallschaden? Meine Frau hat da einen kleinen Parkrempler gemacht dann da, ne? So. Mit dem Mitsubishi. Auf jeden Fall waren wir dann gut gearbeitet. Und die machen, wie gesagt, also Unfallschäden und auch dann Windschutzscheiben austauschen. Und da haben die jetzt doch was gefunden. Und zwar im Zubehör oder Original? Weiß ich nicht, noch nicht Farbe. Kann nicht Original sein, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das Original ist. Der Preis für die Windschutzscheibe, 4.300 Watt. 4.300 Watt, das sind also ungefähr, was haben wir denn da, 120 Euro, ne? Für die Scheibe. Und Einbau, 1.500 Einbau. Ausbauen, einbauen. Liegen wir dann bei 1.500. Wir waren jetzt 158 Euro. 5.800 Watt. Da habe ich gesagt, machen wir das. Bevor sie mir irgendwann ja sowieso da mal reißen würde. Irgendwann fährst du über so eine Bodenschwelle, stehst wieder schief irgendwie in so einem Loch drin. Die Sonne knallt dir drauf bei 45 Grad. Irgendwann ist er halt doch mal fällig dann, ne? So habe ich dann jetzt gesagt, okay, raus damit. Er sagte, heute bringen, heute ist dann Freitag. Und ich könnte die dann sogar schon morgen wieder abholen. Sei so ein schnell trockener Kleber. Also normal den ganzen Tag eigentlich hier stehen zum Trocknen. So haben wir es eigentlich immer jetzt gemacht, 24 Stunden. Aber ist bei mir ja auch schon ein bisschen länger her, wo ich in der Werkstatt gearbeitet habe. Ja gut, also holen wir den dann morgen wieder ab und hoffen mal, dass alles dann richtig funktioniert. Hat mir nochmal darauf hingewiesen, auf den elektrischen Spiegel. Er soll daran nicht herumreißen, weil der funktioniert bei mir auch noch. Von innen verstellbarer Spiegel, elektrisch. Also nicht dran rumreißen an der alles so, ne? Ja gut, also habe ich ihn darauf hingewiesen. Und dann würde ich sagen, holen wir den Wagen dann morgen wieder ab und hoffen mal, dass alles dann gut geht, ne? Gut, das waren also jetzt die neuesten Updates vom W140 S320 Scheibe gerissen. Und dann müsste der morgen wieder fertig sein. Gut, das war's für heute. Viele Grüße, der Uwe aus Thailand. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren und tschüss.